Hi, bei nadjahorlacher.ch. Heute Samstag, viel am Einkaufen. Ich bin auf dem Spielplatz. Es hat noch kaum Kinder. Es ist relativ sehr leer. Es ist sehr leer, herrlich. Ich genieße das, weil viele eben am Einkaufen sind. Die Kinder spielen, ich darf lesen. Edi habe ich auch dabei, aber die Murphy-Gesetze habe ich dabei. Ich liebe diese Bücher, sind zwar sehr, sehr alt, aber immer noch gut, die sind unvergänglich. Kennt ihr diese? Und sonst probiert ihr sie mal aus. Geht um Denken, wie wir zum Erfolg kommen. Drum unser Motto ja immer, erfolgreich im Alltag. Es sollte ja auf allen Bereichen, man sollte ja überall Erfolg haben. Es sollte mit dem Geld stimmen, es sollte mit der Familie stimmen, mit den Kindern, mit der Gesundheit, mit der Arbeitsstelle. Einfach der Alltag. Ja, und der Wocheneinkauf, der sollte man vielleicht nicht immer am Samstag erledigen. Günstiger kommt ihr natürlich am Samstag gegen Ende vom Tag, also wenn es so gegen 14, also 16, 17 Uhr geht, würde ich da den Wocheneinkauf drauf verlegen oder auf den Montag. Montag ist auch immer ein toller Tag, weil Montag sehr viel runtergesetzt wird. Vor allem der Fisch ist dann sehr günstig, wenn der am Samstag nicht mehr wegging. Jetzt aber ganz speziell am Wocheneinkauf. Ich weiß nicht, macht ihr bis jetzt schon Wocheneinkäufe oder geht ihr jeden Tag einkaufen? Wenn ihr die Wocheneinkäufe macht, dann achtet doch einmal darauf, wie lange geht es, bis ihr doch wieder in ein Geschäft geht. Weil wir meistens, ist es uns nicht bewusst, dass wir nach zwei, drei Tagen oder nach zwei Tagen bereits wieder in ein Geschäft gehen. Da bemerken wir, dass wir vielleicht die Butter vergessen haben oder wir benötigen Sahne für unseren Kartoffelauflauf oder irgend sonst was. Und so gehen wir jeden Tag doch noch ganz kurz irgendwo in einen Job rein oder in einen Tankstellenjob oder irgendwo oder in eine Bäckerei ein Croissant holen. Nein, wenn wir einen Wochenendeinkauf machen, dann achte mal darauf, dass du wirklich eine Woche nicht mehr in ein anderes Geschäft einkaufen gehst. Du wirst Zeit sparen, weil du nicht mehr viel an den Einkauf denken musst und du wirst Geld sparen. Und du wirst nirgendwo sonst eine andere Schokolade kaufen oder ein Brot, nein, nichts. Aber du brauchst viele Ideen. Denn wenn du etwas kaufst, dann achte darauf, dass du danach Ideen hast, wie du das umsetzen kannst, wenn du ein Gemüse oder wenn du ein spezielles Gericht kochen möchtest und dir fehlt die Sahne, dann bring neue Ideen rein. Schau, was du in der Vorratskammer hast. Nimm von dort etwas raus. Mixe das. Also bei uns gab es zum Beispiel heute Mittag Wildreis. Ich hatte noch Wildreis und ich hatte kein Gemüse mehr. Und ich hatte jedoch noch so so schwarze Johannisbeeren. Also haben wir diese gemischt. Und Früchte, frische Früchte und Reis, es ist gesund und ist das passt zusammen, nur hat man das nicht alltäglich zum Mittagessen. Aber es ist eine Gewöhnungssache. Wenn man einfach Ideen hat, dann probier aus, mit dem, was du hast, etwas zu kochen. Es ist spannend. Und achte darauf, wie viele Tage bringst du das hin, bis du wieder in einen Supermarkt gehst. Das ist wie ein Spiel und irgendwo trainierst du das. Und du wirst nach einer Woche dann total Freude haben, was du dabei umsetzen konntest. Also, dann probier doch das mal aus und wir sehen das nachher. Und ich frage dich dann, wie es funktioniert hat oder ob es dir noch sehr, sehr schwer gefallen ist, weil du bis jetzt noch gar nie darauf geachtet hast. Dann üben wir das ein bisschen zusammen und ich gebe dir ein bisschen Tipps, wie du das noch besser umsetzen kannst. Sonst eben auf der Webseite steht ja auch immer einiges unter nadjahorlacher.ch oder in meinem Report, aber der kostet halt das, aber es ist wirklich ein tolles Arbeitsheft, wie man spart, Geld spart, dass am Ende vom Monat mehr übrig bleibt. Es sind spannende Dinge, die du sehr, sehr schnell in den Alltag einbauen kannst, wo am Ende vom Monat wirklich einiges hängen bleibt. Du wirst Zeit gewinnen und du wirst Geld mehr auf der Seite haben. Was wollen wir mehr? Nein, wir wollen noch viel, viel mehr. Und ich gebe dir auch noch viel, viel mehr Tipps, wie wir da noch mehr greifen können. Gut, bis dann wieder. Der Spielplatz füllt sich langsam. Mein Sohn
ruft auch, er will Federball spielen und ich gehe jetzt Federball spielen und freue mich. Ich lasse wieder in den nächsten Tagen von mir hören. Tschüss!